Moin Freunde, willkommen zu einem neuen Video von Sun Garage. Ja, ihr könnt es sehen, wir haben sonniges Wetter. Sprich bei mir auch sonnige Laune. Das kommt natürlich nicht ohne Grund. Ich habe zwei geile Autos vor mir stehen. Eins geiler als das andere. Also ich sage euch ehrlich, mein Auto ist auf jeden Fall dabei, aber mein Auto sieht daneben aus wie ein Golf 4. Naja, wir reden nicht viel um den heißen Brei. Wir zeigen euch jetzt einmal ganz schnell die Autos. So, da haben wir meinen Nissan. Hier ist der Lambo von Autos Emmen, von Muri. Heute machen wir einen kleinen Vergleich zwischen teure Sportwagen und günstige Low-Budget-Sportwagen wie mein Nissan. Weil das Ding hat auch etwas gut hinter den Ohren, sag ich mal so. Ich fahre heute den Probe. Der wird heute von Autos Emmen, von Muri, Probe gefahren. Dann vergleichen wir mal die Meinung. Also von der Dachlinie ist das auf jeden Fall sportlicher. Ihr könnt es sehen, es ist echt brutal tief, ne? So, jetzt so. Und ich dachte schon, in meinem Nissan ist das echt tief. Das ist schon mal der eine Unterschied. Da haben wir mein Nissan-Heck. Hier das Heck vom Lambo ist schon echt crazy. Ja, wir vergleichen mal ein bisschen hier, was man eben halt für günstiges Geld bekommt, so wie den. Und für teures Geld den hier, ne? Hier ist einmal das Aggregat vom Lamborghini V10. Hier mit. Aber das ist das Carbon alles, ne? Ja, aber ja. Hier, das ist die Zündreihenfolge von dem Motor. Geil. Das ist ja jetzt auch kein Kreation von Lamborghini. Das ist ja der Motor, den gibt es ja im Audi R8. Und eine das glaube ich ja. Moin, da fehlt eine Schraube! Das ist der Motor vom Lamborghini. Ich zeige euch jetzt mal meinen Motor. 5,2 FSI ist das, Leute. Hier. So Leute, hier haben wir den VQ35 DE 3,5 V6 mit einer Drosselklappe. Es gibt es hier noch mit zwei Drosselklappen. Das ist dann der HR, nicht der DE. 280 PS haben wir hier, Newtonmeter weiß ich gar nicht, schmeiß mich tot. Ja, irgendwas haben wir da auf jeden Fall, er drückt auf jeden Fall ein bisschen. Zwar nicht so viel wie der, aber ist ja auch verständlich, ne? Auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall eine Keramikbremse. Das haben wir beim Low-Budget-Sportwagen natürlich nicht. Da haben wir eine Brembo. Ich bin der Meinung, bei dem Nissan gab es auch noch eine kleinere Bremse. Also ist das schon, sage ich mal, die Performance-Abgasanlage. Abgasanlage, Leute, was rede ich denn hier? Performance-Bremse. Sprachenlernen, Bubble. Anlage, so. Wir machen auf jeden Fall mal einen Soundcheck, würde ich mal sagen. Wo der Unterschied so ist bei den Motoren. V10 hört sich natürlich, also V10 und V6 kannst du wiederum nicht vergleichen. Die Klangart ist komplett anders. Hier hast du die moderne Technik schön mit Geböller drin. Bei Nissan ist das noch alles Natur. Ja, machen wir mal einen Soundcheck. Mit den Nissan 3,5 Liter V6, da muss was rauskommen. Ganz ehrlich jetzt, geiles Auto. Jetzt wollte ich nämlich gerade sagen, jetzt deine Meinung von den Lamborghini-Fahrern. Wirklich ein geiles Auto. Vor allem, ich finde, nicht im Stand, sondern wenn du fährst. Ja, auf Last ist ja nochmal los. Ganz anders. Wir machen auf Last gleich auch nochmal eine Aufnahme. Ihr könnt es ja sehen, arm und reich, ne? Hier ist der Unterschied. Nein, Mensch, um Gottes Willen. Du bist reich hier. Der eine trägt eine Silberkette, der andere hat keine Kette. Er ist reich hier und ich mache das sehr, sehr gerne für Sun. Er hat es auch verdient. Er hat auch meinen Traum erfüllt. Ich bin wegen ihm R8 das erste Mal gefahren, ne? Er ist gerade Zigarettenholen gefahren damit. Ja, zum Beispiel. Aber ich bin wiedergekommen, ne? Er ist wiedergekommen. Aber du hast auch schon gehört, woher er kam. Ja, das war ja mein Bruder. So, das war nicht schnell, ja. Wir machen jetzt mal einen kleinen Soundcheck hier. Willst du Sound machen? Mach du mal in Ruhe. Okay. Aber ich weiß, ich weiß nicht genau, wie ich drücken muss. Ja. Mach du lieber. Ja. Weil den. Stopp. Was denkt ihr, Leute? Welche ungefähr Dezibel? Über 100? Über 100. Ja, aber ungefähr wie viel? 102. Was sagst du? 107. Okay, Soundcheck, ich muss hören, dann sage ich euch das. Also ich weiß es leider 120 sage ich. Ich bin auch sowas in die Richtung. Ich glaube, Mama sollte sich die Ohren zuhalten. Warte, 129,7. Nein.
Also ich sag 130. Komm, ich spoiler schon mal, es ist über 130. Ja, da sieht man wieder hier den Proleten hier, ne? Also ich komme noch nicht mal an die 120 ran und der kommt ja an die... Was sagt ihr jetzt nach? Aber Leute, bitte. Also wir haben, also jetzt werden aber einige sagen, ist das legal? Ja, weil wir haben ja Abgasanlagen von Rennen Lamborghini, ne? Ab Werk, ne? Ab Werk. Ja. Und ist nach, nee, also ab 80 eingebaut worden. Ach so. Das ist ja von hier Rennen. Irgendwie Abteilung. Ja, genau. Und hier steht aber auch drauf, Originale, jetzt haben wir überlackiert, weil wir unbedingt schwarz Glanz haben wollten. Aber sieht schön aus, ne? Sieht besser aus, weil vorher war es ein bisschen traurig, ja, ne? Weil es war ja überall schwarz-matt gewesen. Ja. Das sah nicht so gut sieht aus, billig aus, matt, ne? Ja, weil die Farbe ist ja sehr glänzend, weißt du, und dann dazu noch die Akzente, wäre natürlich dann schwarz-matt, hätte nicht gepasst. Das stimmt, ne? Und deswegen musst du mal überlackieren. Hau mal raus, ich bin bei 129,7, habe ich gesagt. 130. 130, okay. Mich brauchst du nicht fragen. Sage und schreibe 137 Dezibel. So, da habt ihr die Antwort. Ich wusste es natürlich, deswegen habe ich auch nichts gesagt. Aber ne? Das machst du ja nur, wenn du die Klappen aufmachst. Ja, ja. Weil das kannst du ja nicht. Ja, das geht ja nicht. Also jetzt nochmal zu meinem Auto. Ich hatte ja damals, also wo ich den Wagen gekauft habe, ich war vor 2 Jahren mit meinem Bruder beim Reißbrennen. Da haben wir eine Dezibelmessung gemacht. Da hatte ich aber einen Rennauspuff dran gehabt. Da waren wir bei 114,8. Und das ist schon schweinelaut, ne? 114,8. Aber jetzt für Original ist das auf jeden Fall top. Das Original? Bam, bam, bam. Ausgebrannt ein bisschen, denke ich. Ja, das kann sein, ne? Der Wagen hat jetzt... ausgebrannt auf jeden Fall. Der Wagen hat 180.000 gelaufen, der ist ein bisschen ausgebrannt, aber naja. Aber ich habe mich ein bisschen verliebt, Leute. Guckt euch mal die Felge an. Die Felge ist unnormal vom Graf. Komm, lass uns bitte nicht die Felge zeigen. Lieber die andere, weil die hat einen Ditcher. Also, die ist besser. Unnormal schöne Felge, definitiv. So, ja. Seht ihr was? Nein. Vorne ebenfalls. Ihr habt gesehen, zwei extreme geile Autos nach meiner Meinung nach hier auf dem Hof. Ich mache euch jetzt mal einen Carporn von beiden Autos und dann machen wir eine Probefahrt. Der Nette lässt sich. Ja, er hat mich ja schon ein paar Mal fahren lassen. Leute, ich muss auch ehrlich sagen, jetzt das wirklich als Vergleich, das ist jetzt als Gag, das ist jetzt nicht so gemeint. Als würdest du eine Pommes und ein Steak vergleichen. Genau, das kannst du nicht vergleichen, aber Leute, ich wollte es euch einmal zeigen, da mein Auto auch sportlich ist. Film mal rüber. Guck mal, wie flach wir hier sitzen. Guck mal, wie hoch das ist. So, und auch Thema Innenraum kannst du auch nicht vergleichen. Das Auto ist vom Baujahr, ich glaube, 17, 18, 19, irgendwie sowas. Also Verarbeitung ist schon echt ein ganz anderer Schnack, ne? Leute, hier mit dem Startknopf und sowas ist schon echt krass. Tacho voll digital. Ja, wir fahren dann einmal. So, einmal starten hier. So, stellen wir auf Sport, damit wir auch den schönen Sound haben. Wie war das nochmal? So? Oh, bitte Wischwasser auffüllen. Das leuchtet bei meinem Nissan nicht. Ne? Vorsichtig rüberfahren. Leute, guck mal, den Blinker haben wir auch hier am Lenkrad dran, nicht hier. Wie so ein Roller. Ja, kann man wirklich so sagen, wie so eine Vespa. Das trifft es gut. Sound haben wir auf jeden Fall da. Sound ist auch auf jeden Fall da. Wie das da hinten rausknallt. Ey, das Auto macht Laune. Also Leute, meine Mutter hat Angst. Sie sagt, bitte kein Gas mehr geben. Aber das hat nichts mit Angst zu tun, also. Aber wisst ihr, was wir darauf einfach nochmal machen? Was ich auch immer sagen werde, das EG-Getriebe, also was im Galado drin war oder im R8 drin ist, das
also handgeschaltete automatisierte Getriebe. Ist viel geiler, da hast du nämlich viel mehr Emotion. Da hörst du hinten das Knallen, Klackern, den Gangwechsel merkst du richtig. Und hier, auch wenn du manuell fährst, der schiebt dich einfach nur nach vorne. Ne? Aber das ist schon echt krass. Also, mir fehlen die Worte dazu. Das ist einfach ein krasses Auto. Ich fahre hier gerade den Sieg gegangen. Wir sind hier bei 70, weil vor uns sind Autos. Sehr Komfort zu fahren, auch das Fahrwerk ist jetzt nicht steinhart, wenn man den auf Komfort stellt, glaube ich, ich weiß nicht mal, ob das hier gibt, ist der Wagen ja dann noch komfortabler, ne, als jetzt schon. Leute, die Schub knallen, wenn man vom Gas geht. Alter, jetzt war es nicht so laut. Oh, Alter. Unbeschmürt, unbekratzt zurückgebracht. Jetzt gucken wir mal, was Muri zu meinem Auto sagt. Vielleicht kommt es ja zu einem Tauschgeschäft, oder? Ich weiß ja nicht. Tausch wäre schon lustig. Guck mal da hinten. Ich glaube nicht. Jan ist das Schnellste. Ja. Yeah. Muri, jetzt fährst du mein Auto und, dann, und danach tauschen wir. Sehr gerne. Geil, also meine Mutter hat Angst. Nein, das hat nichts mit Angst zu tun. Ich habe ihn einmal, ich habe Gas gegeben einmal ein bisschen. Aber das Auto... Natürlich, es ist unberechenbar. Muri hat mir auch eben nochmal gesagt, bevor ich hiermit gefahren bin, bitte aufpassen. Es ist natürlich auch selbstverständlich, dass man aufpasst. Aber jetzt nicht hier den Motor nicht über 4000 drehen oder sowas. Die Autos sind dafür schon gebaut, ne? Also wenn man noch nie Lamborghini gefahren hat oder so, dann sollte man das definitiv machen. Aber ich kenne das Auto ja schon ein bisschen, weil ich bin den ja jetzt schon ein, zwei Mal gefahren von dir, ne? Naja, wir springen jetzt einmal. Er fährt sehr gut, muss ich echt sagen. Wirklich, er fährt sehr, sehr gut. Und, nein, es geht nicht darum, Muri. Pass doch schön auf, ne? Ja, nein, guck mal, ich verstehe sie. Sie sagt die ganze Zeit, es ist nicht unser. Bist du erstmal drin im Auto, Tui? Ja, ich glaube ja, ne? Nee. Sie selber ist Gala. Also sie ist noch, sie saß. Ich bin Gala. Galado bist du gefahren, ja, denn, von unseren Kollegen. Naja, wir springen jetzt eben rüber zum Nissan und dann gucken wir, was Muri dazu sagt. Ich sitze jetzt hier im 350Z. Er fragt mich, ob der elektrisch ist, hier. Oh. Ist, ist elektrisch, was denkst du denn? Hier stellst du die Lehne ein, wie du willst, ne? Auch schon sehr interessant hier drin, ne? Ja, ist mal was anderes, ne? Also ich fahre zum ersten Mal so ein Auto, ne? Ja, Fenster geht automatisch zu. Ist das so? Jeder 350Z-Fahrer kennt diese Krankheit. Aha. Okay. Den Sternhimmel haben wir auch, ne? Achso, willst du deine Brille hinpacken? Ich pack die mal eben genau hier rein, ins Fach. Mhm. Ja. So. Was sagst du so vom Interieur? Ich habe eben gesagt, bei deinem Lambo ist High-End, ne? Sehr schön, auf jeden Fall. Ja, was heißt sehr schön, ne? Aber doch sehr sportlich. Aber, Tacho finde ich sehr sportlich, ne? Weil hier, da hast du alle Anzeigen direkt. Hier hast du ja Öldruck, Batterie und KMH-Anzeige. Du bist ja, wie alt bist du nochmal? 22 mittlerweile. Ich finde, ich habe ja auch Kinder. Es ist schon immer noch für euch zu gefährlich, finde ich jedenfalls, ne? Ich muss ehrlich dazu sagen, wartet mal Leute, ich schneide mich mal eben an. Ja. Ganz ehrlich, ich finde, für ein gewissen Alter ist das Auto wirklich sehr gefährlich. Definitiv. Ne? Also ich muss ehrlich dazu sagen, Leute, ich vertraue wirklich dieses Auto fast niemandem an. Ja. Weil das ist echt, also dir natürlich, ich weiß, dass du ein Auto fahren kannst, ne? Danke, ja. Aber dieses Auto ist unberechenbar, wenn es nass ist. Ja. Das Ding dreht dir auch im vierten Gang die Achse um. Ohne Witz jetzt. Ja. Also, was ich auf jeden Fall jetzt gemerkt habe, im ersten Gang dreht er nur durch. Sobald du in den zweiten Gang schaltest, er geht mörderquer. Ehrlich? Bis zum geht nicht mehr. Ob trocken, ob was auch immer, der Wagen geht mörderquer. Also, das sehen wir gleich. Darf ich so fahren, wie ich mit kleiner fahre? Fahr, wie du möchtest. Nimm dieses Auto auseinander, mach, was du möchtest mit dem Wagen. Okay, ich nehme dich. Dann gucken wir mal, gut, was wir du dazu sagst. Wir haben hier eine Sportkupplung, glaube ich. Das ist sehr, sehr hart, ne? Leider am Rutschen. Ist das so? Okay. Ja, also die Kupplung ist ein bisschen runter. Die kommt sehr spät, sehr spät. Okay. Muss sich ja auch dran gewöhnen erstmal, ne? Ja, aber wenn den Punkt jetzt irgendwie... Wenn man den Punkt einmal hat, dann einmal ist er drinnen. Definitiv, definitiv. So, wo fahren wir jetzt lang? Rechts, links, wo du möchtest. Also ich empfehle dir nach links, da haben wir keine Ampel. Okay. So. Schauen wir mal hier, ne? Was du auch so zum Sound sagst. Sonst ist gut schon mal.
Was sagst du? Also unnormal laut. Und ganz ehrlich, Fahrspaß pur, definitiv. Heftig. Hättest du nicht gedacht, ne? Nee. Und das in ein Auto, was du so um die 10.000 Euro bekommst, ne? Ist das so? Das Fenster, mein Fenster spackt hier rum, das weiß auch jeder, 350 Zeitwagen. Okay. Also man kriegt die ab 10, kriegt man die. Ne? Also wirklich. Also kommt natürlich auf den Zustand Spaß an. Wenn man Spaß haben möchte, sollte man sich so ein Auto anlegen. Definitiv. Fall, ne? Also für das Geld. Für das Geld kann man nicht meckern, oder nein, nicht? Nein, nein. Aber ich finde, der ist auch sehr, sehr stark auf der Straße. Ne? Ja gut, der hat noch ein H&R Cup Fahrwerk drin. Okay. Also kein Serienfahrwerk. Ich weiß selber nicht, wie die Serienfahrzeuge fahren. Ja. Wegen dem Fahrwerk, aber. Aber ganz ehrlich, ich mache ja so lange schon Autohandel, ich habe so ein Auto noch nie gekauft. Ja Leute, das ist ein Exot, oder nicht? Ja. Das kriegst du nicht jeden, überall. Damals, so, wo die neu rausgekommen sind, waren die sehr beliebt gewesen. Mhm. Aber erstmal, weil um so ein Auto zu kriegen, musstest du Glück haben. Definitiv. 100%. Jeder hatte so ein Ding und jeder 350 Z, ne? Und alle wollten die ja unbedingt haben. Also wundert dich nicht, mein Lenkrad steht schief. Ich habe gestern Querlenker gemacht. Das muss noch links hier. Wir könnten euch dreimal Gas geben, ne? Kannst du jetzt Gas geben? Wir sind in der 100er-Tunnel. Also so ein Sound ist da. Aber weißt du was? Na? Du hast recht, du gibst in den dritten, scheiße, in den dritten, das Ding rutscht schon von hinten. Ja, ich sag ja, das ist unberechenbar, dieses Auto. Trockener Straße kannst du dieses Auto fahren. Trockener Straße kann man das Auto fahren, aber sobald es nass wird, Leute, jeder 350Z-Fahrer spricht, hört mir gerade wie aus der Seele zu. Wenn das ESP aus ist und es regnet, es nass ist, du kannst machen, was du willst, du kannst der beste Fahrer sein, wie du willst. Dieses Auto muss man fahren können, sag ich mal so. Ja, ja, ne? Also auf jeden Fall. Also ich finde, es macht richtig Spaß damit zu fahren. Ja, ne? Ich würde ihn haben. Also wenn du willst, können wir, wie gesagt, gegen Lambo tauschen, ne? Gerne. Das Sound ist schon gut. Nimm ich die Zahlung. Oh, geil. Ah, da war der Begrenzer. Alter, was ist das? Und für das Geld, oder nicht? Ne? Oh Na, wir fahren jetzt erstmal zur Werkstatt und dann sagst du noch mal deine Ich muss mit Tobi sprechen, das Auto ist zu gefährlich für dich. Ey, nein, 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 bloß nicht. Wir reden gleich in der Werkstatt weiter. Okay. Romantisch essen. Hier wird sich das vom Handeln, ob er den hier mitnimmt. Ne? Der ich, Reiche und der Arme. Und ich den hier mitnehme. Warte, seine Uhr kann er doch tauschen gegen das Auto. Ja, ey, die Uhr kannst du tauschen. Das ist nur noch Fossil, Leute. Ist das so? Okay. Also, was sagst du Endresultat zu Also ganz ehrlich, jetzt erstmal an alle Elternteile hier, bitte so ein Auto nicht kaufen. Ein 350 nicht, nicht für Fahranfänger. Ist kein, nicht für Fahranfänger. Das Ding hat Dampf ohne Ende, ganz gefährlich. Und man muss damit umgehen können. Und er hat die Schwertstift von Regie noch, ne? Das ja. Hast du auch nicht vergessen. Geiles Auto, aber viel Power. Ne? Man muss da ein bisschen mehr also man aufpassen. Muss also wir haben wirklich. Jetzt seine Geschichte. Nee, warte. Ich gekauft habe, ist dann so ein Grab geflogen. Warte mal. Oh, Leute, guck mal. Also ich habe das Auto geholt. Ich muss euch ehrlich sagen, mit dem Auto ist echt hart zu fahren, gerade wenn das ESP aus ist. Leute, ich habe den gekauft, wie alt war ich da? 19. Gerade frisch 19 geworden. Ich denke mir so, ja geil, 19 Jahre Sportwagen, ESP aus, lass mal driften. Aber weißt du, wie wir das dann geregelt haben, dass er das Auto? Wir haben gelogen. Zeig mal bitte einmal. Ja, hier, zeig das Foto. Zeig das Foto. Das war nach dem Kauf. Das waren 4-5 Tage nach dem Kauf. Ja, aber jetzt pass mal auf. Wir haben als Eltern gesagt, nein. Ich und Mama überlegen, wie kriegen wir den Jungen da
dran ab. Dann weißt, haben, weißt du, was sie mir erzählt haben? Die haben gesagt, das Ding kostet 3.000 Euro im Unterhalt. Ja, weiß ich auch nicht. Aber ey, willst du mal wissen, was der Unterhalt kostet? Nee. Mama, Frau Buchhaltung? 1.700 Euro. Vollkasko. Ist der WGT? Ja, quasi. Ja. Schätzen, ne? Aber also, wir haben ihm natürlich gesagt 3.000. Er denkt, ich kann das sich nicht leisten. Und dann habe ich ihn weggegeben. Aber so waren wir raus. Jetzt weiß ich, wie man das Gaspedal kontrollieren sollte. Definitiv. Du kannst ihn aber auch gut fahren. Ne? Also gut ab, du kannst damit echt sehr gut fahren. Er hat fahren. Das eben gesehen. Ja. Sea-Peak sieht ihr bei ihm auf Instagram, denke ich mal. Ich werde aber was zeigen gleich. Ja? Auf jeden Fall. Also Leute, mehr kann ich dazu nicht sagen. Was soll ich beim Lamborghini sagen? Fette Karre. Fetter geht, also es geht natürlich fetter, aber in meinem Sinne, also, das reicht schon. Aber das ist er fährt wirklich, aber auch gut. Das ist wirklich Endstufe. Also, kann er gut fahren. Also, was geht noch fetter als Lamborghini? Aventador. Nein, Aventador. Es gibt schon ein paar noch, die über den Lambo stehen. Aber noch. Wenig. Also was heißt wenig, aber das ist auch wieder eine Geldfrage. Schau mal in die Kommentare. Genau. Was gibt es noch über dem Lambo? Ich sag mal jetzt gut, Ferrari-Fahrzeuge. Aventador. Bugatti auf dem Guck mal, Königsegg kannst du damit nicht vergleichen. Das ist wieder eine komplett andere Liga. Ja. Genauso wie Porsche 982 da, was auch immer, ne? Ja. Aber wir wollen das hier nicht in die Länge ziehen. Genau. Sein Link ist in der Videobeschreibung. Folgt Autohaus Emmen, macht da die 20.000 voll. Ja, ne? Ich bin ehrlich. Lasst ein Like da, folgt mir auf Instagram, folgt ihn auf Instagram. Alle Links von der Familie sind in der Videobeschreibung. Und Leute, denkt nochmal dran, bis zum 30. geht das Gewinnspiel noch. Oh. Ne? Bis 30 Euro müsst ihr bestellen. Nein, auch Leute. Link ist in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.